So, hallo zusammen. Es geht los. Wir gehen ins zweite Dungeon von Bless Online. Ich war ja schon mal drin, habe aber ein Item vergessen. Anfängerfehler. Tja, und nun darf ich nochmal. Wir sind dieses Mal sogar zu dritt. Plus Mole ist ein Level 30er Tank, von daher denke ich mal, wird das nicht zum Problem. Mal schauen, hier sehen wir das Ganze. Das sieht wirklich atemberaubend aus, das Dungeon. Mir gefällt es extrem. Ist sehr schön gemacht. Und ich muss sagen, dass die Dungeons, gut, sie sind jetzt noch nicht so knackig, aber sie werden schon knackiger, habe ich das Gefühl. Das ist jetzt auch nur schon das zweite hier. Ja, und dieses zweite Dungeon zeige ich jetzt exklusiv nur auf YouTube. Normalerweise bin ich hier am Streamen, aber da ich das letzte Mal eben vergessen habe, dieses Item, habe ich mir jetzt gedacht, gut, ich mache einen zweiten Run in dieses Dungeon. In diesen dann exklusiv für YouTube. Und darum auch ohne Kamera. Gut, ist vielleicht auch besser, denn ich bin noch etwas müde. Sonntagmorgen. Und wir suchen also jetzt noch hier Themasus Kopf. Ja, den brauche ich noch. Der Heiler Mole. Ja, der Tank. Ach, schon tot.
muss aufpassen, dass ich diesen Kopf nicht verpasse. Keine Lust, nochmal hier. Also gut, ich werde sicherlich später vielleicht nochmal hier hingehen zum Leveln oder so. Wobei, wir werden sehen. So, das ist ein erster Boss. Ist aber nur ein Nebenboss. Geht auch gut runter hier, wie man sieht. Komm. So, kann ich das platzieren oder wie? Was ist denn hier los? Diese Schreine, die sind gut, weil die machen hier diesen Buff, ne? Quarterans Blessing. Das macht den Attack Speed 3% höher, den Movement Speed 3% höher und die Energie 2 bei 2 pro Sekunde und das Ganze ist 3 Minuten gültig. Also ist ein toller Dungeon Buff. Könnt ihr dreimal stacken. Von daher. Also, mitnehmen. Wir gehen erst links. Gut. Oh Mist, ich hasse es. Mist. Please select a valid target. You can't use that.
Ruinen, Anaconda. Schlangen. Hier gibt's Schlangensuppe, ne? Ja. Bin ich noch gestunt. So, jetzt habe ich endlich ein Mage-Item bekommen. Ah, oh, natürlich im Battle Mode. Ah, oh, damn. Missklickt. Falsche Sachen gewählt. Wir ihn halt so fertig. Geht auch. So, jetzt endlich. Kann ich es anziehen. Was haben wir bekommen hier? Der Ranger. Okay. So, weiter geht's hier. Thank you.
So, mal eben kurz den Boss erkennen. Es kommt so. Ja, scheinbar haben sie den Boss geändert. Lol. Weil vorher gab es da so. Gab es da so eine. Wie sagt man? Hat er so Sternen. So Steine am Boden aufgestellt. Und die musste man dann töten. Musste man looten und danach konnte man dem Boss das Schild wegballern. Das haben sie scheinbar jetzt geändert. Was ist denn eigentlich Irwin? Was haben wir? Oh, wir haben keine Buffs mehr. Ja. Wieder aufbuffen hier. So. Nun geht's zum Endboss. Ich hoffe, das ist der. Temasus. Ja, Temasus. Ah, Temasus, ja, den habe ich verpasst. Dessen Kopf hier. So, komm. Jetzt habe ich Temasus Kopf gut. Let's see what's inside. Guardian. So, und jetzt kommen wir zum Endboss. Ja. Wieder nochmal aufladen. So, das sollte eigentlich kein Problem sein zu dritt, weil wirklich die ersten Dungeons, die sind wirklich so ein bisschen zum Kennenlernen. Come on.
Und das war's. Tada! Was haben wir denn für Items? Paladin? Nein. Paladin? Nein. Ja. So, hier gibt's doch eine Treasure. So, das war's jetzt aber, glaube ich. Ja, so sieht der zweite Dungeon also aus in Bless Online. Ich hoffe, ich konnte euch da etwas zeigen. Wir können es nochmal sagen. Ich kann es euch nochmal so zeigen. Ja, das zweite Dungeon von Bless Online ist also jetzt bereits schon wieder Geschichte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Dungeon.